Hallo Freunde, willkommen zurück zu Warhammer. Ja, wir lecken gerade noch ein bisschen unsere Wunden, nachdem wir mit den Vampiren gekämpft hatten. Bauen die Armeen wieder auf und müssen dann in den Süden. Was zum Geier? Wir sollen Geld bezahlen, dass wir in ein Schutzbündnis mit euch gehen. Du musst einen Sonnenstich haben, glaube ich. Schutzbündnis mit denen ist eigentlich nicht sehr clever. Schutzbündnis bedeutet, wenn die angegriffen werden, nicht wenn sie angreifen, wenn die angegriffen werden, egal von wem, müssen wir zu ihrer Verteidigung kommen. Das Problem dabei ist, dass wenn die sowas im Rücken haben, dann provozieren sie andere Menschenreiche, andere imperiale Reiche und dann werden die angegriffen und wir als Zwerg müssen zu unserem Wort stehen und reingehen. Oder das Bündnis brechen und Schimpf und Schande über uns bringen. Und dann muss ich mir den Kopf rasieren, den Bart orange färben und dann mit der Axt in den Wald ziehen. Nee, keine große Lust drauf. So, die Armee wieder ein bisschen fit machen. Dauert ein paar Runden und dann sind wir da wieder auf dem aktuellen Stand. So, wie läuft das mit... Ortschaft kaputt machen. Im Normalfall würde ich sagen, rechts geben. Aber das funktioniert bei dem Spiel natürlich nicht. Wie werde ich dich los? Naja, wir behalten es noch kurz. Einkommen 0. Dann brauchen wir es auch nicht zu besteuern. Wir behalten es kurz, bis ich rausgefunden habe, wie ich es loskriege. Wahrscheinlich habt ihr es schon lange in die Kommentare geschrieben und sitzt schreiend vorm Computer, zeigt auf den Monitor, da, klickt doch da. Ja, sorry. Es kam ein bisschen noch nie in den Sinn, die Siedlung abzureißen, aber ich weiß, es geht irgendwie. Die da unten machen es andauernd. So, eine Runde bräuchten wir eigentlich noch, aber so wenig Körperkraft, wie da fehlt, ich glaube, wir können losmarschieren. Das sollten wir unterwegs auch noch regenerieren. Jawohl. Zwei Runden zwar, aber was soll's. So, Gunbad. Ich glaube, da waren wir noch nicht ganz fertig, oder? Wir brauchen nur noch eine Runde für den Bevölkerungsüberschuss, dann können wir da in die nächste Runde gehen. Läuft. Gold haben wir auch reichlich. Eine Runde, dann haben wir kein Gold mehr, aber was soll's. Karagazul ist inzwischen gefallen. Und die fahren weiter nach Süden. Welcome, Dowie. Er will immer noch keine Konföderation. Honor to your ancestors. Ja, leider auch nicht. Das wäre es natürlich gewesen. I'll ignore that. Eben von Liebwitz. Wo zum Teufel willst du hin? Not likely. Greetings on behalf of the Empire. Now what brings you here with a sheathed blade? Du bist nur im Krieg mit den Grünholden. Und reitest quer durch die Düsterlande, quer durch die Zwergenreiche, um dahin zu kommen. Das nenne ich mal Hingabe. Doch, das ist eigentlich nicht schlecht. Und hier haben wir auch unsere Armeen von Barakwar. Wir waren hier unten unterwegs und haben noch eine Ork-Fraktion ausgemustert, sage ich mal. Und da wird es Zeit, dass ihr zurückkommt. Junge, Junge, ihr habt hier drüben ganz schön Stress. Kein Grund, einen Firmenausflug zu machen, während euch da hinten alles abbrennt. Wenn Barakwar noch Erkrund hätte, dann wären wir richtig gut dabei. Aber ich will eigentlich nicht noch mehr Ziele für Barakwar benennen. Dadurch werden die nur noch stärker. Irgendwann will ich Barakwar wirklich angliedern. Und die hier unten eigentlich auch, aber... Bin mir nicht sicher, ob wir das noch packen. Warten wir mal ab, wie es wird. Erstmal müssen wir gucken, dass wir die Grünen heute im Süden loswerden. Das ist irgendwie sehr wichtig. Haha, du selbst. Alles klar.
Und wir sind inzwischen in Runde 81 oder so. Das heißt, es wird demnächst losgehen mit der Chaos-Invasion. Da müssen wir ein bisschen drauf gefasst sein, dass im Norden dann einiges abgeht. Da werden die Norse-Stämme loslegen und alles in Schutt und Asche legen. Falls noch nicht geschehen, dann wird Acheron selbst auftauchen und immer mehr Chaos-Armeen und Chaos-Helden. Aber wir sind ja hier oben unterwegs mit einem Helden und der kann da immer ganz vorsichtig gucken, wie es aussieht. So, immer schön die Straße lang. Kislev steht noch. Das ist ja fast langweilig hier im Norden. Let us begin. Oh, wir können schon bis hierhin. Das ist schnell. Das gefällt mir. Ja, wir haben wieder unerlaubtes Betreten von Dings da, aber mal im Ernst. Weil eine Armee eine Runde lang da durchbuddelt, das soll die mal nicht weiter stören. So, bevor ich jetzt was anderes mache mit dem Gold, bauen wir erstmal hier die nächste Stufe aus. Gut, und dann gucken wir mal hier unten, Karazakarak. Da haben wir eine ganze Menge Zeug auszugeben. Erstmal bauen wir natürlich den Hochsaal des Hochkönigs. Öffentliche Ordnung plus 10 ist wirklich toll. Öffentliche Ordnung plus 2. Fraktionsweit ist fantastisch. Und Hammerträger-Rekruten plus 1. Was weiß ich, also super. Mehr Gold, 5% und. Halle der Technikus-Gilde. Ermöglicht Rekrutierung von Eisendrachen, Flammenkanonen und Gyrobomber. Nehmen wir mit. Hier drüben, Runenschmiede. Rang des Helden bei Rekrutierung, plus 4 für Runenschmiede. Das ist fantastisch. Globale Rekrutierungskapazität, lokale und so weiter. Nehmen wir mit. Jetzt fehlt Gold. Ach ja, das kostet 10.000. Ups. Hat knapp nicht gereicht, aber das ist in Ordnung. Nächste Runde haben wir das Gold. Und Gunbad ist trotzdem auf dem nächsten Weg. Deshalb wollte ich das zuerst machen. Wie sieht's hier aus? Da müssten wir... Ja, das ist schon fertig. Sehr gut. Zwei Runden noch zum Bevölkerungsüberschuss. Dann brauchen wir nur noch eine weitere Stufe. Charakteron ist fertig. Dann kriegen wir Charakteras auch bald soweit. Und für die Halle der Eide, dann reiße ich wahrscheinlich die Bäckerei ab, wenn wir Rang 5 haben. Die brauche ich dann nicht mehr. Weder hier noch dort. Ah, schauen wir mal. Da kriegen wir noch einiges gerichtet da unten. Wie lustig wäre das, wenn die Eisenfelsen kaputt machen. Nee, werden wir nicht machen. Vielleicht belagern sie Karak-8-Gipfel. Mal schauen. Wir sind unterwegs. Wir kommen mit Brion langsam aber sicher in den Süden. Und dann kriegen wir das geregelt. Moment, dich wollte ich doch eigentlich bei Brion dabei haben. Das ist nicht gut. So, das bauen wir in 3 Runden auf. Das können wir jetzt schon mal abreißen, weil wir gerade nichts rekrutieren. Und hier immer noch nicht. Oh, mach keinen Blödsinn. Ich brauche in Sufbar noch den Bauplatz. Ja, Brion holst du so nicht ein. Der ist viel schneller, weil der unterirdisch Vormarsch macht. Dann müssen wir mit dem wohl manuell laufen. Und ich glaube, hier unten lang ist besser oder schneller als hier oben lang. Er wird auf jeden Fall zu spät kommen. Ach ja, das plus 2, das würde mir hier unten wirklich gelegen kommen. Das heißt, in 6 Runden, wenn wir mit dem Thron fertig sind, dann stellen wir natürlich noch eine Armee hier rein, dann kriegen wir das mit der öffentlichen Ordnung auf jeden Fall wieder gerissen. Dann läuft das auch. So weit, so gut. Throne bearers, let's march! Gut, Armee des Königs hat wieder jemand Level up. Ich glaube, das könnte sogar der König selbst sein. Irgendwann muss ich mal rausfinden, was es bedeutet, an welcher Position welches Symbol ist. Ich glaube, das unterscheidet irgendwie. Naja. Ansonsten müsste Ungrims Armee inzwischen wieder vollständig sein. Fast. Eine Runde noch. Macht aber nichts.
dann sind wir hier auf jeden Fall ganz gut dabei. Ostmark. Es ging wirklich nur kurz um diese... Nein, mache ich nicht. Kein Krieg mit den Menschen, um das eigene Land ein bisschen aufzubauen. Gibt's nicht. Das wäre unehrenhaft und daher nicht zwergisch. So, das ist östlicher Oblast. Wo müssen wir genau hin? Für die Rüstung des Skaldor? Ja. Nach Krakadrak. Oh, super. Und ich hatte mich gefreut. Ja, wir sind ja schon fast da. Nee, eigentlich nicht. Okay, Armee des Königs hat... Oh, beide. Das ist nicht schlecht. Extra Pulver haben wir. Aufseher. Auragröße, wenig schlecht. Was haben wir hier noch? Erbfeindschaft. Waffenstärke gegen Grünhäute ist für ein einzelnes Modell nicht so der Hammer. Angriffsbonus braucht er gar nicht. Geschwindigkeit wäre an sich nicht schlecht. Wobei er sich selten bewegt. Er hat immer den Posten bei der Artillerie. Und eigentlich wäre das gut. Wir geben einfach noch ein bisschen extra Munition mit. 12% für Artillerie und Geschossinfanterie. Ist, glaube ich, kein Nachteil. So, und hier sind wir endlich so weit, dass wir die große Rune haben. Rune der Negierung. 22% Schadensresistenz für alle. Das heißt, man ignoriert 22% von jedem Schaden. Das ist so lächerlich. Alle in der Aura. So, bauen wir in Sufbar. Und zwar, das ist jetzt einigermaßen wichtig, die Waffenkammer, glaube ich. Mit der fangen wir jetzt an. Das können wir erst nachher bauen. Und wenn wir dann Rang 4 Zwergenfeste haben, können wir die beide bauen. Und dann können wir anfangen mit Eisenbrechern und Hammerträgern. Dann müssten wir da auf einem guten Weg sein. Langbärte haben wir gleich wieder. Musterungssaal sind 2 Runden. Dann sind wir da wieder soweit und können sogar die Zweihand-Versionen bauen, weil wir dann natürlich die Waffenkammer haben, die wir vorher nicht hatten. Läuft. Jetzt, wo Eichenhammer richtig befestigt ist, habe ich da auch kein blödes Gefühl, wenn wir das probieren. Nothing to do here. Let's go. Yes. So, Brion, du müsstest mal bitte... Von dir höre ich immer nur, geht nicht. So, da hatten wir gesagt, rekrutieren wir, ich glaube, Bergleute mit Sprengsätzen. Mir fehlen 41 Gold. Naja, dann hat doch nächste Runde. Aber die anderen Sachen waren irgendwie wichtiger, als da jetzt Flammenkanonen rekrutieren zu können. Finde ich jetzt. Fast schon alles in Grünhauthand. Also das ist übel. Nebelberg ist auch nicht mehr lange. Die Bitterspitze wird sich nicht halten können. Nicht gegen das da. Er hat weder eine Armee noch Mauern. Ich meine Festung, Zäunung. Eine betrunkene Kuh könnte da reinspazieren. Es kommt zwar vom Süden wieder was, aber die Zwergen, die Grünhautfestung hier sind alle ziemlich stark befestigt. Und dementsprechend... Oh Mann, ey, überall sind diese Zinnen drauf. Das ist übel. Da brauchen wir richtig lang, um das zurückzuerobern. Wie sieht's aus? Möchtest du inzwischen dazukommen? Komm, komm, Ken. Er würde schon fast beitreten. Noch ein bisschen, dann macht er es sicher. Und im Moment, ich würde zwar seine Armeen übernehmen, wahrscheinlich dann auch seine Schulden, den Unterhalt und alles Mögliche. Ich könnte das im Moment nicht halten, nicht mit dem bisschen, was er da hat. Ich brauche auf jeden Fall noch die Armee von Brion hier unten. Okay. Dann müssen wir die nächste Runde abwarten. Jetzt aber wichtig, in Karaz-Akarak das letzte Gebäude fertig bauen. Dann ist die Silberstraße eigentlich fertig, aber
wir können dann mal gucken. Durch den Hochsaal des Königs können wir auf die Trinkhallen verzichten. Und da wir dann alles auf maximaler Stufe ausgebaut haben, brauchen wir auch kein Bevölkerungswachstum mehr. Das heißt, wir können da wahrscheinlich auch ein Weizenfeld abreißen. Und dafür dann möglicherweise eine so ein Grenzläufer-Ding reinbauen. Und. So, wir können die Leute wegschicken, dann passiert nichts. Oder wir heißen Zwergebons willkommen. Das Wachstum in allen Provinzen steigt. Die öffentliche Ordnung sinkt um 3. Das ist eigentlich nur in einer Provinz schlecht. Und so wichtig ist mir das nicht, dass diese Provinz das da bekommt. Weil Brion ist gleich in der Provinz und dann passt das. Ansonsten sieht das gut aus. So, lass mal sehen. Öffentliche Ordnung ist hier immer noch die Bombe. Hier ist es nicht so gut. Aber ich glaube, wir können hier 588 Besteuerung verzichten. Ich glaube nicht. Da würde ich lieber nächste Runde da hochlaufen mit dem Slayer-König. Da verzichten wir zwar auf 10 Punkte wegen der Militärpräsenz, aber sind immer noch im Plus. Weil Karkadrin einfach gefestigter und stabiler ist. So, plus 3 immer noch. Das ist sehr gut. Da brauchen wir noch 3 Runden, bis wir das nächste Gebäude bauen können. Das ist kein Problem. Ja, plus 8. Und wenn das Zeug hier fertig ist, dann sieht es sowieso noch ganz anders aus. Dann kriegen wir allein durch den Hochsaal plus 10. So, das machen wir mal so. Und dann nehmen wir mit 2x Bergwerker mit Sprengladung. Die sind mir im Moment irgendwie tatsächlich lieber als die Gyrokopter. Das ist unglaublich. Ansonsten, wie sieht's aus? Was können wir dann hier abreißen? Dieses Ding bringt plus 8, da bringt der Hochsaal mehr. Das heißt, Trinksaal weg, Hochsaal her. Und das plus 30 Wachstum brauchen wir dann nicht mehr, weil alles auf Maximum ist. Das heißt, die beiden Gebäude können wir dann austauschen. Da fällt uns was Sinnvolles ein. Da bin ich mir fast sicher. Okay. Hier sind wir gerade bei minus 5. Das ist natürlich bitter, aber das kriegen wir trotzdem noch hin. So, das heißt, mit Brion brauchen wir. Nächste Runde sind wir fertig mit Rekrutieren. Laufen wir hierher. Eine Runde, zwei Runden. Sagen wir, wir sind in 3 Runden hier in Karakdras. Und dann können wir uns eigentlich schon um die schwarze Eisenmine kümmern und um Karak 8 Gipfel. Das heißt, noch 3 Runden. Valaya's Light. Das sind jetzt die Armeen noch dabei. Oh je. Yeah. So langsam wird's. Wenn wir jetzt noch die Armeen von Baragwar haben, dann kriegen wir das hin, denke ich. Sogar Grimgorg lässt ab von der Bitterspitze, um sich der Sache hier entgegenzustellen. Und hier wird gleich belagert, so wie es aussieht. Jetzt will er es nicht mehr, weil es zu gut für ihn aussieht. Das hatte ich jetzt befürchtet, deshalb wollte ich danach gucken und ihn, wenn es geht, jetzt dazu zu bewegen. Da hatte ich ein kleines Fenster letzte Runde, das hätte ich nutzen sollen. Dann wäre unser Reich ruckzuck viel größer geworden und Baragwar wäre vielleicht auch leichter dazu zu bewegen. Warten wir es mal ab. Noch ist hier nichts verloren. Weder für die Grünen heute noch für die Zwerge. Onward. Gut, das dauert noch ein bisschen. 3 Runden bis das nächste Bevölkerungswachstum. Oh je. Das dauert noch ein paar Runden. Was natürlich bedeutet, ich muss mal schauen, dass ich Waldenhof loswerde in nächster Zeit. Ich weiß nicht, warum mich das so stört, aber ich mag das eigentlich nicht da. Das macht jetzt eigentlich nur Probleme die ganze Zeit. Jetzt wird es ein militärisches Bündnis. Militärisches Bündnis bedeutet im Prinzip, dass wir die gleichen Kriege führen wie die. Und die sind im Krieg mit Ostland. Die sind hier oben, direkt an der Chaoswüste. Und ich will mich eigentlich nicht bei euch in die Kriege einkaufen. Ich habe im Süden echt genug Stress. Menschen, macht euer eigenes Ding. Lasst mir mein Bart, meine Axt, mein Bergwerk. Dann verstehen wir uns richtig gut.
Gut, Ungrim. Oh, Schande. Krieger in Bitterspitze machen die Waffen bereit. Slayer-Anwärter. Minus 8% Unterhalt für Slayer. Das ist richtig gut. Die Götter sind zornig. So, wir können zornige Götter. Das ist öffentliche Ordnung. Nimmt ab, Wachstum nimmt zu. Oder wir machen Tribut. Und öffentliche Ordnung heben. Das fände ich jetzt gerade richtig gut. Das ist mit 1000 Gold auf alle Fälle wert. So, Ungrim. Deine Armee ist wieder topfit. Du hast Level Up. Du wirst schwerer zu treffen sein. Und dann bewegen wir dich möglichst im Tunnelmodus. Das wäre nicht so clever. Bewegen wir ihn mal hier hoch. Das sollte gerade reichen, wenn er ankommt, dass wir dann die Sache mit der öffentlichen Ordnung da besser geregelt kriegen. So, Brion, du bist fertig mit Rekrutieren. Du hast eine ziemlich volle Armee. Das Einzige, was dir noch zu deinem Glück fehlt, ist der Runenschmied, der irgendwie nicht beikommt. Naja, Charakteras ist im Moment eigentlich nicht wirklich in Gefahr. Nicht direkt. Da können wir dem Runenschmied ein bisschen entgegengehen. Ich denke, das ist in Ordnung. So, das wäre alles erledigt. Rekrutierte Einheiten ist auch offensichtlich. Da sind wir auch bald soweit. Und dann können wir gucken, Charakter Omar. Will mir immer noch verkaufen, dass es... Nein. Nein. Wie gesagt... Da muss ich mir jede Runde neu auf die Finger hauen, dass ich gar nicht aus Versehen irgendwas Dummes mache. Und da drüben haben wir diese Waag-Armee. Ah, hässlich. Es werden immer mehr und mehr Grünhäute, weil die so siegreich sind. Wobei die nicht siegreich aussehen. Die sehen so aus, als hätten sie interne Probleme. Niedriger Streitlust. Die haben ein bisschen auf die Nuss gekriegt vor kurzem. Grimgorg ist eigentlich unterwegs. Und der Waag kippt das Ganze ein bisschen. Die Menschen sind auch auf dem Rückzug. Valaias Leid wurde geplündert. Da werden die... Na gut. Die belagern zwar die Krummzahnfeste und plündern gleichzeitig, was irgendwie gar nichts bringt. Lass mal sehen. Ihr würdet beitreten. Ich glaube, das machen wir. Wir werden wahrscheinlich ein oder zwei Siedlungen noch verlieren, aber damit sind wir richtig dick im Geschäft gegen die Grünhäute. Zusammen sind wir stärker, das ist immer so. Sehr gut. Jetzt haben wir natürlich eine Konföderationsstrafe, das tut weh, ganz besonders mit dieser öffentlichen Ordnungsgeschichte. Da haben wir immer noch ein Plus. Da sind wir leicht im Minus, aber die Konföderationsstrafe läuft in 5 Runden ab. Und dann Sufba hat immer noch Plus. Klar. Heim des Hochkönigs. Das hält auch für 5 Runden, ist das kein Problem. 15 Verlust, da sind wir immer noch positiv. Hier drüben ist natürlich bitter. Da müssen wir uns richtig beeilen, ansonsten haben wir da gleich eine aufständische Armee gegen uns. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Gut. Ansonsten, goldmäßig passt das überraschenderweise. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Dann gucken wir mal. Wir haben hier unten jetzt eine Armee. Waren das vorher nicht zwei? Wir haben Todesklamm. Wir haben hier drüben noch einige Dörfer. Da können wir auch nichts bauen derzeit. Was haben wir denn da? Wildorks. Dies ist ein heiliger Ort der Wildorks. Früher oder später wird die Stammesmigration der Grünhäute sich hierher führen. Dies gewährt womöglich eine einzigartige Gebäudekette. Oh, das ist jetzt nicht der größte Dunghaufen, den die Düsterlande je gesehen haben, oder?
einzigartiges Gebäude. Wahrscheinlich für die Grünhäute. Exklusiv, nicht für uns. Na ja, gut, soll mir erstmal recht sein. Das gehört alles zu Barak Wa. Auch kein so großes Problem. So, hier unten sind wir damit erstmal durch. Todesklamm. Öffentliche Ordnung könnten wir erweitern. 3000 Gold ist mir das eigentlich wert. Warum auch nicht? Die Todesklamm ist eigentlich ziemlich gut ausgebaut. Der Nebelberg auch. Mit Ressourcen, mit allem. Das gefällt mir. So, was bist du? Dalet der Robuste. Er hat vor allen Dingen keine Bewegungsfähigkeit mehr. Ja, das könnten wir ändern, indem wir ihm zum Beispiel sagen, er sollte marschieren oder so. Aber dann kommen wir immer noch nicht wirklich weit weg. Mit dem bisschen brauchen wir auf keinen Fall zu belagern. Das geht auf jeden Fall schief. Da drüben ist ein riesen Kuddelmuddel. Bitterspitze, wie sieht es bei dir aus? Warum zum Teufel? Ah, das Arsenal ist da oben in der schwarzen Eisenmine. Okay, das ist ein interessanter Bau. Zusammen mit den Rekrutierungsgebäuden. Hier hat man in Karak Azul natürlich jede Menge Platz für andere Kram. Karak Azul, Karak Achtgipfel und Karak Drass bilden im Prinzip die Festungslinie der Zwerge für den Süden. Und das versuche ich natürlich als erstes wieder aufzubauen. Das heißt, der ganze Kram muss weg. Die müssen an uns fallen und dann können wir hier quasi unsere Frontlinie verstärken. Einfach wird das nicht. So, ich bilde mir ein, dass ich irgendwo eine Armee verloren habe. Das waren noch zwei. So blöd kann das nicht mal ich sein. Okay. Okay. Das heißt, die Runde wird jetzt arg hässlich. Wahrscheinlich werden sie die schwarze Eisenmine als erstes belagern. Wenn das lange belagert wird. Mit dem Zeug. Schauen wir mal. Am Rand der Welt. Na, warum nicht? Muss ich nachher mal gucken, was das bewirkt. Wenn ich es rauskriege, bevor ich das Video editiere, blende ich es hier unten irgendwo ein oder so. Okay, Grünhäute haben gerade nicht viel gemacht. Oh. Schlechte Nachricht, mein Herr. Es verbreitet sich die Kunde von einer dunklen Macht, die sich in der nördlichen Wüste erhebt. Die Armeen das Chaos machen mobil. Gewiss suchen sie der Welt der Sterblichen zu überfallen. Ah, fast das Gleiche. Da kommt das Chaos. Da kommt Acheron. Jetzt wird's bitter. Der Groll gegen den Grobi-Abschaum. Besiege die Armee der folgenden Kommandanten in der Schlacht. Grimgorg Eisenpelz. Mal wieder. Bedeutet, hebt die Banner. Alle Rekruten werden mehr Erfahrung erhalten und sind günstiger, solange es Landeinheiten sind. Außerdem haben wir den Groll Morglum Mörderer zu besiegen. Und Aufstieg des Chaos. Das wird hässlich. Aber wir haben die Siegelsteine und wir werden geplündert in der Einöde des Nagash. Schwarze Eisenmine. Schwarze Eisenmine. Und ja, die marschieren langsam aber sicher gegen die schwarze Eisenmine. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Naja, Blutrevision grausam. Mach dich davon. So, dann brauchen wir weiter Schutz der Valaya. Wie gesagt, das ist irgendwie wichtig, gerade jetzt, wenn das Chaos erwacht. Und wir mal wieder die Zange genommen werden. Wir haben jetzt im Süden richtig Stress mit Grimgorg und wir haben im Norden richtig Stress mit Acheron. Wobei Acheron sich erstmal durch Kislev prügeln muss und ein bisschen gegen das Imperium zieht. Da haben wir noch ein bisschen mehr Zeit und mit Ungrim haben wir da eigentlich einen ziemlich guten Verteidiger. Rattengift, Reduktion und mehr Einkommen. Das geht sich natürlich gegen die Skaven. Die Zwerge sind im Prinzip ein aussterbendes Volk. Die haben keine Chance, noch lange zu überleben. Oberirdisch und auch unterirdisch.
werden die von allen möglichen Feinden bekämpft. Die haben die Orks gegen sich, die haben die Goblins gegen sich. Die haben die Nachtgoblins gegen sich, die auch die Tunnelsysteme benutzen. Die haben die Skaven, riesige Rattenmenschen gegen sich. Und die, ja, sind nicht mal bei sich in den Minen sicher, weil von den aus den Wänden raus grabende Ratten kommen, durch die Tunnel der Alten kommen die Rattenmenschen, die Grünhäute und alle mögliche Gegnerkram. Also die haben keine Möglichkeit, ihre Gebiete weiter auszubauen, weil sie nicht mal das halten können, was sie derzeit haben. Deshalb sind ja so viele Festungen der Zwerge in die Grünhäute gefallen. Und unter den größeren Zwergenfestungen sind auch noch Städte der Rattenmenschen. Also es ist eigentlich zu viel. Jetzt haben wir im Spiel natürlich den besonderen Luxus, dass wir es hier nicht mit Rattenmenschen zu tun haben bisher. Dementsprechend geht's hier noch. So, wir haben hier ein bisschen was. Das neigt eigentlich zu 0. Das ist gut. Wir haben das, neigt zu 20%. Das steigt wegen dem Aufstieg des Chaos und wegen solchen Nasen hier. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass das nicht überhand nimmt. Neigt zu 25%. Wir müssen diesen Chaosansturm möglichst schnell wieder beenden. Ansonsten haben wir Probleme. Das neigt zu 0, aber Chaos-Korruption neigt zu 7,1 oder so? Keine Ahnung. Ist ein bisschen was durch Ereignisse und das Chaos erhebt sich, das ist nicht begrenzt. Das läuft jetzt eine Weile weiter. Und ja, damit müssen wir jetzt erstmal leben. Seek our doom. Oh, das wird verdammt eng, dass wir den da reinkriegen und die öffentliche Ordnung noch einigermaßen bewahren. So, wie sieht's aus? Ich brauche hier dringend plus eins, also eine Runde noch, danach nochmal eine Stufe mehr. Das wird so lästig. Ich brauche eigentlich die Armee des Königs im Süden. Lange passt es sonst nicht mehr. Wie sieht's jetzt mit euch eigentlich aus? Komm, komm, Kin. Let us feast and drink. Ach ja, richtig. Wir haben immer noch die Konföderationsstrafe. Es ist gar nicht möglich, dass die sich uns anschließen. Egal, was ich mache. So, der da oben, das tut mir jetzt wirklich leid für ihn. Aber ich muss in den Süden. Ich brauche hier an der schwarzen Eisenmine eigentlich gestern schon Verstärkung. Time for a reckoning. My axe thirsts for war. Okay, dann machen wir das so. Dann kriegen wir dich ein bisschen hier rüber. So. Der muss ein bisschen was rekrutieren. Und ich glaube, hier Mebelberg hat da noch fast die besten Chancen. Bitterspitze. Nicht so ganz gut. Obwohl wir da in der Region Arsenal haben. Muss ich mal sehen. Das gefällt mir gar nicht. Wie viel würden wir denn einnehmen, wenn die nicht plündern würden hier? Oh Mann. Wie gesagt, ich brauche die Armee des Königs hier unten. Brion ist zwar gut, ich glaube aber nicht, dass wir die schwarze Eisenmine lange halten können. Wir haben eine Kanone, eine Grollschleuder, zwei Langwerte mit zwei Waffen, drei Armbrustschützen. Zusätzlich kriegen wir zwei Langwerte, zwei Bergwerker, zwei Armbrustschützen. Ist halt keine Hauptstadt, ist nur ein Dorf. Das wird hässlich. Aber ich würde sagen, Game on. Die Sache läuft. Ungrim kann ich leider auch nicht in den Süden ziehen. Erstens kommt er viel zu spät an. Eigentlich käme der König auch zu spät, wenn wir jetzt schon loslaufen. Aber ich muss mich ein bisschen um den Norden hier kümmern, sonst habe ich dann eine Rebellenarmee, die alles platt macht. Immerhin hat Kislev da noch ein bisschen was. Gut. Mit ihm noch ein bisschen weiter in den Norden. Volksgrad ist schon platt. Das zeugt auf jeden Fall vom Chaos. Wenn wir schon hier hoch müssen. Ins Riesenreimgebirge. Dann machen wir das durch diesen Pass hier. Dann müssen wir nur noch ein Stück hier die Straße lang. Kislev hat hier oben nochmal eine Siedlung irgendwo.
ja, Forts Trogonoff meinetwegen. Und dann stellen wir uns gerade in den Pass und dann ist die Sache erledigt. Ja, wir brauchen dringend Elite-Truppen für unseren König. Wir brauchen die legendären Gegenstände für unseren König. Und dann kann der sich richtig mit Grimgok prügeln oder mit Archeron. Meinetwegen auch mit beiden. Nur nicht gleichzeitig. Und wir haben ein bisschen Zeitdruck in den nächsten Runden. Das Wachstum hier könnte besser sein. Lässt sich jetzt aber erstmal nicht ändern. Wir müssen mit Brion und Charakteras hier unten machen, das Beste rausholen und schauen, wie wir durchkommen. Ansonsten könnten wir vielleicht noch eine Armee aufbauen. Aber das schreibt ihr mal einfach mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht hier nochmal eine Armee rekrutieren würdet. Das könnte ja dann der Zwergenkönig von hier oben sein. Oder werden, wenn er die Schlacht überlebt. Mal sehen. Ansonsten finde ich sehr schade, dass wir bisher... Doch, hier haben wir es. Das ist kein Kommandant, der ist Dings da hier. Runenmeister. Angriffsbonus, Chance bei Verwundung bei Misslingen. Oh oh, das ist schlecht. Militärerbe. Führerschaft plus 2 in fremdem Territorium. Ich glaube, den rekrutieren wir. Dann können wir da ein bisschen was machen mit ein paar Truppen, haben eine zusätzliche Armee und können die dann auch noch in den Süden schicken. Außerdem wollte ich schon immer einen Meisterschmied haben, möglichst mit Runenamboss. Dann machen wir das so. Schauen hier nochmal ganz kurz drüber. Der kann den Runenamboss mit Level 10 kriegen, gilt als Reittier. Reduziert seine Geschwindigkeit, weil klar, so ein riesiger Amboss mit Runen drauf und so weiter ist nicht so ganz leicht zu tragen. Aber der hat ganz ähnlich wie ein Runenschmied, hat er auch Runen. Allerdings, ja, sollte er stärkere haben. Runenschlagen wird für ihn wichtig, werden wir auf jeden Fall in die Richtung entwickeln. Schmiedefeuer, rüstungsdurchdringender Schaden. Dann lieber das hier mit extra Rüstung, die Zwerge wieder widerstandsfähiger machen. Meisterrune von Zorn und Zerstörung. Da müsste man gucken. Ansonsten sieht das fast identisch aus. 44% Schadensresistenz ist auf jeden Fall stärker als die 22 von dem anderen. Okay, wir können also davon ausgehen, dass seine Runen einfach stärker sind ab einem gewissen Punkt. 100% Angriffsresistenz, immun gegen Psychologie. Ich habe das Gefühl, mit dem können wir richtig Spaß haben. Bart der Ehrenhaftigkeit, ja gut, das kennen wir schon, das kennen wir auch schon. Da machen wir auf jeden Fall einen richtig schönen Anführer draus. Und eine weitere Armee im Kampf gegen die Grünhäute im Süden. Die werden wir brauchen. Aber da bauen wir dann in der nächsten Episode dran rum. Gold haben wir noch ein bisschen was, das reicht für die ein oder andere Einheit. Wir probieren dann in der Armee, denke ich, auch mal die Speerschleudern aus. Da will ich ein paar mitnehmen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode, wenn ihr wollt. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.